Augen auf, Hirn zu. Hier sind wieder Brainless Blake, bin hier mit Fernand Verlaine. Und ich mit Seth Rollins. Und wir spielen immer noch Batman. Und Gordon und Batmobile Arkham Knight. Oh. Du solltest Sachen totschießen. Ja. Das sind nur Drohnen, denen passiert nichts. Halleluja! Es sind viele davon. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, ich hoffe... Ich hoffe nicht. Jemand, der in der Drohne saß. Au. Ja. Benutzt doch einfach X, ja. Ja. Ich mach das, was du nicht magst. Ja, ich möchte es eigentlich vollladen, aber es funktioniert halt nicht, wenn es über einen Checkpoint hinausgeht oder so ähnlich. Ja, man behält es halt nicht lang genug, dass es wirklich... Okay. Science Talk. Okay, drück einfach nochmal X. Wolfram Carbid. Wie viel haben wir denn noch? Ah, die letzte. Ja. Und damit sollte jetzt Bleak Island dann auch frei sein oder so. Erstmal. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Was ist das denn jetzt? Nicht wollen, dass du bist. Ich bin What? Sobald ich fertig bin. Das kann nicht gesund gewesen sein. Ihr lebt noch alle, bestimmt. Genau wie ihr alle jetzt noch lebt, nachdem wir euch überfahren haben. Wo geht's denn jetzt eigentlich genau hin? Zum Uhrenturm. Ich habe das Gefühl, ich fahre im Kreis. Tust du auch. Allerdings, in der vierten Dimension bist du dann nicht mehr im Kreis. Da fährst du dann die Spirale. An die Einheit am Uhrenturm. Batman weiß, dass wir seine Freundin haben. Er kommt zu euch. Haltet ihn auf. Ihr schafft das, Männer. Okay, wer hat ihnen das verraten, dass sie Batgirl war? Ich war... Er hat unser Panzerblatt gemacht. Er hat bloß Freundin gesagt. Weiß nicht, ich kann seine verdammte Panzerkarte. Ja, gut. Er schleicht sich wahrscheinlich gerade an uns ran. Er ist allein, kein Problem für uns. Ja, ein Typ, der gerade einen ganzen Panzer zu vernichtet hat. Ganz ruhig. Was muss ich denn jetzt machen? Du musst A drücken, wenn du auf dem richtigen Dachpanel bist. Oder B. Oder so ähnlich. Folg doch einfach mal oben deiner... Ah, hier. Ah, hier. Ich soll erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ach, ja, dachte ich mir fast. Ja, aber der Weg... also, der Kompass hatte ich erstmal nach da oben geschickt. Schön. Jetzt halt die Augen offen, er kommt. Und das wird eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit. Ja, die machst du alle in einem Platt. Leck den Gargoyle. Das hatte ich vor. So. Multigiga, alles auf einmal totmach, ausschalten. Nö. Guck, das ist schon wieder so ein bisschen Wände, die du kaputt machen kannst zum Ausschalten. Ich weiß. Aber es macht einfach meistens keinen Sinn, sich so viel Mühe zu geben. So. Und auf einmal Glas. Und machen dich erstmal. Und von hier aus dann umgekehrt das Ausschalten. So, noch 5 Leute. Vier davon könntest du... Angst Multi ausschalten, Hallöchen! Dann hier, und dann solltest du am besten auf den da hinten noch umschalten, dann... Nein, falsche Richtung. Ja. Wiederbelebend. Ah, neue Herausforderung. Sprungangriff, hallo! Das ist laut, und du musst nachzünden. Was zur Hölle war das für ein Angeber-Move? Tschüss! Den letzten kannst du jetzt auch nur verkloppen. Ja, aber erstmal muss ich außer seiner Sichtweite sein. Weil sonst schießt er mich einfach tot. Weil normalerweise haben die Gegner... Oder, keine Ahnung, ich habe es immer auch schwer gespielt bisher. Ja. Da haben 3 Schüsse oder so ausgereicht. Ja, da reicht eine Salve eigentlich schon aus. Und deshalb immer fliegen. Deswegen, also auf der schwersten Stufe hat es kaum was gebracht.
sich den, Feuer, also den, also den Kugelschutz kaufen, ja. Ja, weil du einfach tot warst. Der Kampfschutz, ja, aber der Kugelschutz, doch im Kampf hat der Kugelschutz dann schon was gebracht. Aber so, dann gucken wir mal rein. Hallösch. Du siehst gelangweilt aus. Ich denke, es ist Droge. Der sieht anders aus als vorher. Ja, es ist Droge. Allein schon, weil der Boden schräg ist. Und sie hat wieder Beine, die funktionieren. Ja, funktionierende Beine. Bist du's wieder? Irgendwas ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, Scarecrow hat uns erwartet. Der Joker! Wow! Ah, die Rückblende, wie sie ihre Beine... Ja, Dings, also da. Noch nicht ohnmächtig werden. Zeig etwas. Boah, du Arsch. Fuck. Das war ein verdammt guter Treffer, wenn der, wenn der durch den Bauch hat, das Rückgrat und ja. Wow. Und tschüss. Tja, nix ist. Bad Girl ist kaputt. Ja. Okay, das passiert, wenn du deine Freundin in dieses verrückte Spiel von dir mit reinziehst. Und jetzt kann ich hier einfach gehen? Nö, ich glaube, du musst zu ihr. Oder vielleicht scannen? Nö, ich kann auch nichts scannen. Oh, jetzt hat. Cool. Ach, es gibt doch nichts Besseres als Erinnerungen. Boah, die werden immer besser mit diesem Psycho. Ja. Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Aber das war sowieso schon immer der coolste Part. Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst die Psychospielchen. Junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Das mit den Uhren im Hintergrund ist echt wahnsinnig machend. Ja, und du bist immer noch im Psychomodus, weil der Boden schräg ist. Ist auf dem Weg. Ich kann das jetzt nicht tun. Ach so. Wirklich? Die wohnt hier oben ganz normal? Ja. Au, oh, jetzt. Wo der Joker weg ist. Fuck. Oh Gott, nein. Wir haben also wieder zu kämpfen mit Halluzinationen, wie in City damals. In City hattest du kaum Halluzinationen. Ja, du hast auch immer zu kämpfen gehabt mit dem... Nachdem dich der, also mit deiner Krankheit, nachdem der Joker dich infiziert hat. Ja, das war aber eher, dass du natürlich ein bisschen getorkelt bist. Ja. Crane wollte so an mich rankommen. An dich. Ich hätte hier sein sollen. Gordon weiß ja nicht, dass Barwolfer mit ihm zusammenarbeitet. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Aber warum denkt er überhaupt, dass sie überhaupt noch da war? Identität bestätigt. Sie ist nicht wie wir. Doch, nein, sie ist ein bisschen cooler als du. Sie ist stark, Jim. Stärker als du glaubst. Sie hat ein Multimillionen-Kommandozentrale hier oben. Für dich. Mit mir. Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Bams! Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe! Hat die ganze Gordon-Familie ist da mit reingezogen. Hat er nicht sowas wie einen Sohn? Wer? Gordon? Ja. Nein, ich glaube nicht. Also im Film hatte er einen. Ja, im Film. Ich zieh das allein durch. Er hatte... Ja, er hat das bleib Funkgerät. Das ist halt so krank. Vor einer Sekunde dachte er noch, er ist dran schuld. Ja. Und alles war okay. Dinger kosten Schweinegeld. Ja, deswegen. Denkst du, ich bin aus Geld gemacht? Ich finde, das ist oh, er hat einen Geldanzug. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Batman läuft rum und stellt Checks aus. So, übernimmst du jetzt die Kommandozentrale?
Ah, Moment. Mit Joker sprechen? Nein, Computer benutzen. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu löschen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Ja, Kinder, so funktioniert Hacken. Das ist wie Hacken funktioniert. Genau. Was? Okay, scanne nach Beweisen. Hier gibt es nichts, das mir verrät, wie Barbara entführt wurde oder wer es war. Nee, hier gibt es generell. Jetzt kann man ein bisschen nach vorne spulen. Ja, mit dem rechten Analogstick spulen. Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. Nee, das sind nur ein paar. Ja, ich spule jetzt einfach mal komplett durch. Schneller. Hol dir die Nintendo-Krankheit. Okay. Da, das ist Seth. Seth! Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Ach komm! Da steht Seth! Und? Okay, du musst es in der richtigen Reihenfolge machen, denke ich. Ah, da. Das ist sie doch. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. Kennzeichen? In diesem Fahrzeug wurde Barbara. Da war Seth, verdammt nochmal. Das ist egal. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Wow. Da war Seth. Alter! Wenn ich so darüber nachdenke. Woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Ja, damals wollte einfach nur Gordon eins auswischen. Ernsthaft? Das ist so cool! Ernsthaft? Er hat auf ihren Kopf gezielt. Mann, bist du ein schlechter Schütze. Das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Ich habe eine Videokamera gehabt, als ich Barbara von den Füßen holte. Der arme alte Jimbo musste sich mit einer Diashow begnügen. Assassin's Creed? Yay! Auto! Auto! Danke. Ein mobiler Heuwagen. Oh. Ja, parken. Ach ja, ich muss... Andere Steuerung. Die Spuren werden mich zu Barbara führen. Ja, dazu kann ich den Forensic-Scanner des Batmobils benutzen. Wirklich? Achso, jetzt am besten im Kampfmodus. Ah. Wow. Da kannst du auch kaum was anderes machen. Für den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Bei Arkham oder bei Knight? Ich suche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Ey, guck mal, da ist einer, der was weiß. Sie wussten von... Ach. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bat. So cool. Echolotmäßig. Ich habe Oracle Batman. Oh! Das ist. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Was ist jetzt? Was ist das für ein Bohrer? Ich hab keine Ahnung. Ist das eine Arkham Knight Abwurfstelle? Die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Tief! Man sieht den Kopf noch. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Lass mich raten, das sind Mikrowellensender, mit denen man dann das Giftgas, das schon im Wasser ist, aktivieren kann. Nein, ich glaube, es ist eher gegen unser... Vergasen kann. Unser Auto, irgendwelche Minen oder so. Was wohl passiert, wenn ich hier auf diesen großen roten Knopf drücke? Schwerer Panzerung. Oh je, sollten Sie sich in dem Fall nicht viel. Ich werde den Fernzugriff mit dem Batcomputer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, okay. Auch den Virus, den Sie im Film benutzt haben, um sich die Identitäten zu löschen. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer aus. Okay, als er das letzte Mal so ein Ding benutzt hat, ist alles in die Luft geflogen! Bitte! Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Lux vernichten. Wie Sie vorher gesagt haben, Sir, ich will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben müssen aktiv bleiben.
immer dieses Auto. Ich hab so langsam das Gefühl, wenigstens hatte ich diesmal ein bisschen was aktiv. Ich hab so langsam das Gefühl, dass wir mehr Leute mit dem Auto platt gemacht haben, als mit unseren Kampffähigkeiten. Du darfst hier nicht aus dem Radius. Ja, ich sehe den Radius. Der ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Vor allem dich. Au. Du bist wie Batman, bloß mit einer Armee. Und immer noch schlechter als Batman. Können wir bitte Superman suchen? Der macht das alles. Oder Flash. Ich glaube sogar Flash würde das alles einfach machen. Ja, Flash. Flash wäre doch cool. Oder Aquaman. Was? Du willst hier alles kaputt machen, Arkham Knight? Hier, frissen Cthulhu. Ich weiß nicht. Gibt's Cthulhu in der Welt von Marvel und DC? DC? Cthulhu, ist egal, es gibt Cthulhu in der Cthulhu-Welt. Du kannst ihn bestimmt von da aus herholen. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Wie mache ich Winde? Achso, ja klar, erstmal Kampfmodus. Kampfmodus und dann. Achso, kontrolliert. Okay, das ist das beschissenste Minigame. Ja, und dann im Schluss, wenn du oben bist, kannst du dir ruhig Vollgas geben. Nee, weil sonst rutscht's gleich. Oh, hier gibt's 3 Punkte am Schluss. Ah ja, aber für den. Guck, es sieht so aus, als gäb's beim vorletzten Male keine mehr. Kill ihn, verfolge. Was bist du? Ich will bloß wissen, wie das funktioniert. Ups. Oh, schon mal nicht. Wow, er ist draußen. Ja. Du kannst ihn verhören. Solltest du tun. Mach die Unterstützungsausschaltung. Ja. Verhören wir dich mal, Freundchen. Riddler. Ich find's halt so scheiße, dass die nicht mehr so ausschauen wie ihre Fraktionsführer. Ja. Das war so schön cool. Aber wenigstens geht's jetzt schnell und dauert nicht eine Viertelstunde. Ja. Gut. Apropos Viertelstunde, danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, ein Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Für mehr Batman. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Nachdem mir der Wahlkanister nicht viel hilft. Der ist einfach zu mächtig. Der macht einfach zu viel Schaden. Sprengen wir das Ganze jetzt mal mit der Pistole. Pistole ist haben eins. Wir, warte mal, was, scroll doch mal durch, was wir so alles noch in lustigen Sachen dabei haben. Wir haben verschiedene Projektile, Sprenge, Gift. Ja, versuch doch mal die 4. Das sieht doch nach einem Sprengdingens aus. Moment. Da haben und wir speichern noch mal auf F5.